Willkommen zu Auf ein Wort vom Regal. Vergangene Woche haben wir 3 Neugeschäftsanfragen reinbekommen und in den Wochen davor waren es auch schon ein paar. Und mal geht es um die Einladung, dass wir uns mal vorstellen mögen und dann soll es ein Briefing geben und es müsste dann ein Konzept gemacht werden. Mal schicken wir auch ein Agenturprofil zu und dann gibt es ein Briefing und mal gibt es auch gleich ein Briefing und dann geht es ans Konzept. Was aber alle eint ist, es muss bis Weihnachten passieren. Beziehungsweise bis Weihnachten fertig sein. Also ich meine damit auch die Konzeptentwicklung und die Präsentation. Auf jeden Fall noch in diesem Jahr. Als wenn es um die Lieferung von Silvesterknallern oder um die Lieferung des Fondue-Fleisches für die Silvesterparty ginge. Auf jeden Fall bis 31.12. Hier geht es aber um Konzepte. Und die verfallen nicht am 31.12. Nun muss man dazu wissen, dass im November und Dezember Hochsaison in Agenturen ist. Da müssen die Jahreskonzepte für die bestehenden Kunden gemacht werden und die sind umfassend. Da müssen die Weihnachtskampagnen auf die Straße gebracht werden. Es gibt keine freien Ressourcen, es wird auf Anschlag gearbeitet, es ist Hochbetrieb. Und deshalb eine Bitte an die Marketingentscheider und Kommunikationschefs in den Unternehmen. Vertagen Sie sich doch bitte, schon aus eigenem Interesse. Die Konzepte, die im Januar und Februar entstehen, werden besser sein. Die Mitarbeiter in den Agenturen können sich eher und mehr konzentrieren. Es gibt freie Ressourcen, es ist mehr Ruhe. Und so lange werden sie doch schon noch mit ihrer alten Agentur durchhalten.